Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute das Thema Anschleifen eines Messers vom Rasenmäher. Und wie das geht, sehen wir in einer neuen Folge von Jörg erklärt's. Was benötigen wir für unseren Anschleifvorgang? Eine Flex, wie wir sie hier im Bild sehen, dann so eine Fächerscheibe der Körnung 80 habe ich gewählt. Lege ich nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung, wo ihr die ganzen Materialien beziehen könnt. Als weiteres natürlich noch einen 14er Ratschenschlüssel habe ich jetzt, würde auch ein Maul- oder ein Ringschlüssel funktionieren. Und für meine eigene Sicherheitsvorrichtung eine Schutzbrille und noch ein paar Ohrhörer dazu. So, zuallererst werden wir unsere Fächerscheibe hier mal auf die Flex aufsetzen und die mal ordentlich befestigen. Und jetzt sie ordentlich anziehen. So, und als nächstes werden wir jetzt unseren Rasenmäher mal auf die Seite legen. Und bitte, bevor wir diese Arbeiten ausführen, auf jeden Fall den Zündkerzenstecker abziehen und den Benzinhahn zudrehen. Das ist ganz wichtig. Nehme jetzt meinen 14er Schlüssel, setze ihn jetzt an und versuche jetzt diese Schrauben hier mit Gegenhalten zu lösen. Und das gelingt mir auch ganz gut. Und werde jetzt das Ganze jetzt mal abschrauben. Denn es ist immer besser, ein Rasenmähermesser im ausgebauten Zustand nachzuschärfen. Meine Erfahrung. So, die Schrauben legen wir jetzt mal beiseite. Jetzt können wir auch das überschüssige Gras hier schon mal entfernen. Hier ist noch eine zwischengelagerte Metallplatte. Die lassen wir jetzt auch so. Und jetzt sehen wir auch schon, wie unser Messer stumpf abgerieben durch Steine, durch Stöcke. Passiert es ja immer, dass solche Messer immer wieder stumpf werden. Und das werden wir jetzt mit dieser Fächerscheibe hier anschleifen. So, was immer ganz wichtig ist bei Flexarbeiten, Schutzbrille nicht vergessen. Und ich, von meinem Fall, nehme immer gerne noch solche Ohrschützer, damit meine Ohren auch geschützt werden. Jetzt werden wir den Stecker, den Stromanschluss einführen. Und als nächstes werden wir jetzt dieses Blatt anschärfen. So, jetzt mache ich noch mal einen Test. Jetzt hat sich hier noch ein kleiner Grat aufgebaut, den werden wir noch abnehmen. Und wir haben, wie wir hier sehen, alle Kanten rausgeschliffen. Und diesen Grat nehmen wir jetzt noch mal ab. So, wie ihr seht, haben wir jetzt einen absolut blanken Schliff erzeugt
Und wenn ich drüber fasse, ist sehr scharf, also für meine Wiese ausreichend. Man könnte das jetzt noch ein bisschen auftoppen, indem man hier noch mit einem Schleifstein drüber geht und nochmal ganz zart abzieht, um diese Sache noch zu perfektionieren. Aber für meinen Fall, für meine Wiese, langt das vollkommen aus. Ich möchte ja keine Tomaten schneiden wie in der Küche, sondern ich möchte hier die Wiese schneiden und von daher langt das für mich aus. So, als nächstes werde ich jetzt mein Messer wieder hier drauf anbauen und setze das jetzt ordentlich hier auf, wie wir das drauf hatten. Bei mir war das in dem Fall so rum. Führe diese Schrauben wieder ein. Drehe das jetzt handfest an. Und stelle meine Schlüssel um. Komischerweise, immer wenn ich hier draußen drehe, möchten andere gerne Rasen mähen. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich möchte ja jetzt auch gleich Rasen mähen. Von daher ist es ja nicht so schlimm. Und jetzt ziehen wir das ordentlich an. Und ordentlich sehr handfest, damit wir hier eine ordentliche Festigkeit erreichen. Damit ist es unter Anschliff des Rasenmähermessers abgeschlossen. Ich werde jetzt meinen Rasenmäher auf der Wiese zum Einsatz bringen und meinen Rasen schön mähen, das gute Wetter noch nutzen. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben bitte und ein Abo hier unten noch bitte dazu. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Jörg.